Patrol! Bitte rettet Opa! Er rollt gerade in den Park! Ihm wird nichts passieren, Alex. Chase? Schon unterwegs! Hallo! Draufgänger Danny X ist hier oben! Halt dich fest! Ich hol dich runter! Ich versuch's, aber du musst dich beeilen! Ich glaube, meine Arme werden schon länger! Leiter hoch! Jetzt kannst du auf die Leiter steigen! Geht's dir gut, Danny? Klar, und ob es mir gut geht. Ich danke dir, Marshall. Achtung, ich komme! Oh, danke schön. Kann jemand dieses Ding anhalten? Ich komme, Herr Pfeffer. Rush, Netz! Danke. Meine Stimme bekommt Bürgermeister Besserwisser jedenfalls nicht. Ryder, Herrn Pfeffer geht es gut. Gut gemacht, Chase. Oh, oh. Weg weg! Herr Bürgermeister, Sie dürfen nicht überall Sachen hinschmeißen. Hören Sie damit auf. Ha, ich höre erst damit auf, wenn ich gewonnen habe. Meister, kommen Sie da runter! Auf keinen Fall! Wenn ich hoch oben bin, kann ich zu allen Wählern gleichzeitig sprechen. Hallo, liebe Mitbürger! Ich bin der große und mächtige Besserwisser, Ihr zukünftiger Bürgermeister! So hoch oben will ich nicht sein! Hilfe! Sky, wir brauchen dich und deinen Hubschrauber sofort! Ja, ich bin der Flughund! Jetzt schwebt nicht nur da oben rum, Flughund. Hilfe! Ryder, ich komme dem Gurt nicht nah genug ran. Die Luftballons sind im Weg. Keine Sorge. Ich habe eine Idee. Der Bürgermeister soll mit der T-Shirt-Kanone auf die Luftballons zielen. Herr Bürgermeister, zielen Sie mit der T-Shirt-Kanone auf die Luftballons! Wenn das so weitergeht, bin ich ganz schnell wieder auf dem Boden. Nein, nicht alle auf einmal, sonst... Oh, oh. Erwischt! Da wären wir. Heil und sicher. Danke. Oh, und zum Zeichen meiner Dankbarkeit sei es jedem von euch erlaubt, mich zu wählen. Hey, wo sind denn alle hin? Damit ist der Wahltag vorbei. Die Stimmen wurden ausgezählt. Bürgermeister der Abenteuerbucht ist... Bürgermeisterin Gutherz! Henrietta, wir haben gewonnen! Wir danken euch allen, ganz besonders der Paw Patrol, die meine Stimme bekommt für die besten Hunde auf der ganzen Welt. Haben wir gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Moment, ich verlange, dass nochmal gezählt wird. Tut mir leid, Herr Bürgermeister. Sie haben überhaupt keine Stimmen bekommen. Nicht mal Ihr Kätzchen hat für mich gestimmt. Los, kommt, wir ziehen wieder um in die wunderschöne Nachbarstadt. Nicht so eilig. Bevor Sie gehen, haben Sie noch eine Menge aufzuräumen. Verflixt! Hallo, Carlos. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Paw Patrol. Ein Äffchen hängt da oben am Baum. Ich glaube nicht, dass die Kaugummiblase noch lange hält. Marshall, beeil dich! Keine Angst, kleines Äffchen. Ich komm dich holen! Leiter hoch! Du bist froh, was? Oh, und klebrig. Dann gehen wir jetzt mal runter. Nichts passiert. Außer, dass wir aneinander kleben.
Jetzt müssen wir die anderen Äffchen finden. Ruff, Kabel! Äffchen! Wo seid ihr? Ah, da fliegt ihr! Ryder, ich hab Maras Freundinnen gefunden! Der Wind weht sie aber immer höher! Das hast du echt toll gemacht. Bleib bei ihnen. Hilfe ist unterwegs. Chase, bitte komm. Wir brauchen dich und dein Netz, um die Kaugummiäffchen vor dem Boden aufzufangen. Das ist ein Fall für Chase. Es fehlt nur noch ein kleines Stück. Dann komme ich vielleicht an die Äffchen ran. Oh, fast hätte es geklappt. Tracker, bring die Blasen mit deinen Kabeln zum Platzen. Chase fängt die Äffchen mit seinem Netz auf. Alles klar, Ryder. Ich versuch's. Chase, das Netz. Ruff. Oh, bei dem Wind ist das nicht so einfach. Ruff. Netz. Erwischt! Gut gefangen, Chase! Oh nein, das Äffchen klebt an dem Netz. Kann eine Weile dauern, es zu befreien. Wie sollen wir jetzt das letzte Äffchen retten? Oh nein! Ryder! Der Wind hat die Richtung geändert und weht Mara zurück zur Lichtung. Wie sollen wir sie ohne das Netz auffangen? Wir machen einen Landeplatz. Ich habe eine Idee. Kannst du noch mehr Jiggle von dem Baum mitbringen? Wir machen noch mehr Kaugummi? Sozusagen. Wir machen einfach eine riesengroße Kaugummiblase. Cool, bin schon unterwegs. Rocky, das letzte Äffchen weht in deine Richtung. Wir brauchen deine Hilfe, um es aufzufangen. Rocky, rock! Geschafft! Da bin ich, Ryder. Was soll ich tun? Du musst deinen Staubsauger auf umgekehrt schalten, damit er die Luft rausbläst. Staubsauger umkehren. Wir pusten das Chicle zu einer Riesenblase auf, damit Mara darauf landen kann. Gute Idee. Eine Blase, um das Kaugummiäffchen aufzufangen. Sie muss noch ein bisschen größer werden. Wir müssen dafür sorgen, dass Mara weich landet. Tracker, mach dich bereit. Oh oh, der Tukan hat einen spitzen Schnabel. Husch weg da! Los, Rocky, puste die Blase unter Mara, schnell! Gut gemacht, Fellfreunde. Mara ist in Sicherheit. Das Zeug klebt wie verrückt. Jetzt, wo wir alle Äffchen gerettet haben, geht's endlich los mit dem Picknick? Noch nicht. Zuerst machen wir Mara sauber. Marshall? Wasserdüsen! Hier ist dein Hut, Carlos. Marshall hat ihn abgespritzt. Danke, Marshall. Und danke, dass ihr die schwebenden Äffchen gerettet habt. Das haben wir gern gemacht. Du weißt ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Und jetzt machen wir unser Picknick. Und nach dem Essen gibt's zum Nachtisch vielleicht Kaugummi.